Hallo, das ist Lydia, ich bin Luke. Und das ist kein Was geht ab Short. Ganz sicherlich nicht. Aber wir haben noch was vorbereitet. Ja, das neue Jahr hat ja begonnen und damit wir so richtig durchstarten können wieder für euch, waren wir shoppen. Ich war in Etto. Ich war bei Ewe. Und wir zeigen euch mal, was so diesen Alltag bei uns eigentlich wirklich am Laufen hält. Das sieht man eigentlich nie vor der Kamera. Aber ganz wichtige Dinge und ich fange jetzt einfach mal an. Ihr seht das hier schon. Klopapier. Das ist ganz, ganz dringend notwendig. Also es gibt so zwei, drei Leute hier, Ojan, die verbrauchen so viel davon. Ich weiß nicht, was sie machen. Keine Ahnung. Deswegen habe ich auch gleich zwei Packungen mitgenommen, weil man weiß ja nie und man möchte nicht jeden Tag wieder gehen müssen. Also zwei Packungen Klopapier. Kann man immer gebrauchen, wisst ihr sicher auch. Magst du weitermachen? Ja, ich, genau, was auf jeden Fall mega wichtig bei uns ist, ist Druckerpatronen. Denn wir drucken sehr viel. Texte, teilweise dumme Bilder, manchmal auch Memes. Einmal habe ich mir eine Maske gedruckt. Das war verrückt. So, weiter geht's mit Küchenroll. Falls das Toilettenpapier mal ausgeht. Nein. Hauptsächlich. Nein, natürlich für die Küche, wenn wir uns was zum Mittagessen machen und na. Was keiner weiß, eigentlich ist es Bojans Schweißtuch. Ja, es ist eigentlich Bojans Schweißtuch. Denn für eine ganze Rolle drückst du dir auf die Stirn und diesen. Oder das reißfestere Klopapier. Ja, genau. Naja, genau. Also ihr seht, es gibt verschiedene Verwendungen noch. Ja. So, was wir hier noch haben, das ist unglaublich wichtig, ist auch Tagesartikel, den wir verbrauchen. Jeden Tag müssen wir was Neues holen, den Verbandskasten. Weil, also das ist so, wenn wir nicht darauf hören, wenn zum Beispiel unser Julian, Kamera-Ersatzkind, möchte ich ihn gerne nennen, vergisst die Akkus aufzuladen und sie einfach liegen lässt, beispielsweise, dann kriegt der schon mal richtig hart von Bojan mitten in die Fresse. Dann brauchen wir das halt, ne? Das ist dringend. Man muss halt immer wieder aufgefüllt werden, jeden Tag. Ist schon schwierig teilweise. Die ganzen Zähne hier, nicht echt alle, keine davon. Ich habe alle Bojan ausgeschlagen, in der ersten Woche, die ich hier war. Aber das Gute ist, wir kennen uns alle jetzt bestens in Erster Hilfe aus. Weiter geht's mit Druckerpapier. Das verbrauchen wir auch echt in Massen. Weil ich mir so viele Masken drucke hauptsächlich. Genau, wir schreiben viele Texte, es muss viel gedruckt werden. Druckt viele Masken aus. Übrigens auch relevant dazu, ein Apfel. Weil, wenn man nämlich viele Texte lesen muss, dann braucht man viel Energie. Und wenn so ein Herr Klavinova hier zwischendurch da ist, der neigt schon mal dazu, einfach kaputt zu gehen. Und dann müssen wir den halt wieder aufladen mit so ein bisschen frischer Energie. Esst mehr Äpfel, Kinder. Ja, voll alt. Was ich hier auch habe, passend auch zu dem Verbandskasten von eben, ein bisschen Milch. Weil wir müssen ja die Knochen und so mit Kalzium ein bisschen weiter versorgen, damit die schnell wieder heilen, hauptsächlich. Und weil Lydia 10 Tonnen Kaffee jeden Tag trinkt. Kaffee. Sehr wichtig, sehr wichtig. 10 Tonnen. Ungelogen. Zusätzlich zum Popcorn. Ja, die weicht das Popcorn in den Kaffee auf. Okay, weiter geht's. Lydia arbeitet hier gar nicht, die isst nur. Die isst nur, ja, genau. Dann habe ich hier noch was, was auch relativ wichtig ist bei Drehs vom eben schon so erwähnten Fatih Mischer. Nicht umsonst trägt er diesen Namen. Denn manchmal kann es echt anstrengend sein. Also er isst sehr viele Bohnen, so viel kann ich schon mal sagen und den Rest könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Gut, dann mache ich weiter mit Haarspray. Und nein, es ist nicht für mich, sondern unter anderem für Luke, der das heimlich nutzt. Aber eigentlich ist es für unsere Moderatoren, wenn die sich nämlich hübsch machen wollen, dann haben wir hier Haarspray. Ja, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben hier doch noch ein paar Kleinigkeiten, die man braucht. Den sagenumwobenen Rotstift. Der ist ganz wichtig für Lydia, wenn sie über Texte drüber liest, die beispielsweise ich geschrieben habe, dann kann das schon mal darin enden, dass das komplette Blatt Papier rot ist. Wodurch wieder notwendig ist, dass wir mehr Druckerpapier brauchen und auch die Patrone. Ja, passend zu dem Rotstift von Luke habe ich einen Grünstift gekauft, weil Luke macht natürlich nicht alles falsch. Damit er nicht so traurig ist, mache ich auch manchmal so ein grünes Häkchen, wenn was richtig gemacht ist. Siehst du, jetzt lügst du schon wieder. Ich lüge nicht. Als ob ich was richtig mache. Ich mache ja teilweise absichtlich Sachen falsch. Einfach nur, weil ich das machen kann. Auch eine Sache, die wir sehr, sehr dringend brauchen und auch jeden Tag in Tonnen verbraucht wird, außer von Lydia, weil die trinkt noch Kaffee, ist Wasser. Wasser ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, Fun Fact, notwendig zum Leben. Ich mache mal weiter mit Klebezettel. Auch wichtig, vor allem verschiedene Farben. Also wir haben hier einmal Orange, Gelb,
pink und grün und nochmal pink. Pink, weil Christina und ich am liebsten pink nehmen, deswegen zweimal pink. Genau, und das ist immer, da kleben wir immer den Jungs an ihren Laptops, was sie bitte heute erlegen sollen für Aufgaben. Ich habe jetzt noch was, was ein bisschen zu dem Apfel passt, den ich vorhin schon hatte, der halt, wie gesagt, wichtig für Energie ist. Aber man muss auch, man braucht ein bisschen Abwechslung manchmal. Manchmal will man ein bisschen was Extravaganteres, ne? Manche haben ja auch einen gehobenen Anspruch, deswegen Apfel am Stiel. Das ist... Manch einer mag's, manch einer nicht. Mit Schoko überzogen. Lässt sich jetzt streiten. Wir haben auch welche mit Schoko überzogen, die sind aber jetzt hier nicht drin, weil es ist sehr warm. Die Schokolade ist halt, ne? Schön alles da drin. Muss dann irgendwer sauber machen, wahrscheinlich ein Praktikant. Ja, nee, aber das ist dann, ne, hier, bitte. Ja, danke. Nehme ich bitte. Dankeschön. So, und ich habe jetzt noch was, aber das ist noch eine Überraschung. Und zwar habe ich der Christina, meiner Kollegin, einen goldenen Glitzernagellack mitgebracht. So als Überraschung zum neuen Jahr und so. Und genau, und dann haben wir halt wieder etwas Glitzer und Glamour in der Redaktion. Verstehe ich jetzt nicht, warum ich den nicht kriege, aber gut. Wenn du Christina lieber hast als mich. Du weißt genau, dass ich auf Glitzernagellack stehe. Das mag ich ja, meine Fußnägel. Du darfst ihn hier bestimmt mal ausleihen. Die eine ist grün glitzernd, der andere ist lila hinten, die andere dazwischen nicht. Aber der große und der kleine. So, bei mir ist dann auch nichts mehr in der Tüte. Ja, bei mir ist nur noch Schrott, den keiner sehen will. So, ja, das war unser spezieller Büro-Haul. Und ein was haben wir noch fast vergessen. Du, möchtest du es vielleicht ins Bild hineinschleichen? Ich würde es so gerne ins Bild hineinschleichen, wenn ich wüsste, was es ist. Ach so, ja. Okay, probieren wir das mal. Hoffentlich funktionieren meine Beine. Okay, ich helfe. Ja, also, um noch mal kurz zu zeigen. Das ist Lydias Frühstück, wie gesagt. Und da kann man dann auch, kann man hier irgendwo reingreifen, wo ist denn offen? Lydia. Ja, ich habe schon gefunden. Ja. Hier, da ist doch schön. Mmh. Popcorn ist lecker. Ich das ist wirklich voll gut. Ja. Ich muss kurz nochmal das. Haha, ich muss das Loch suchen. Haha. Ich finde es nicht. Wie immer. Also, das war unser spezieller Neujahrshaul. Und hier unten findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch angucken könnt. In der Mitte könnt ihr wie immer abonnieren. Und in der Infobox gibt es alle Social Media Links. Und ja, das war's. Macht's gut. Tschüss. Ja.